Ja, herzlich willkommen bei TV Rupp und unserem neuen Format TV Rupp Lupe. In diesem Format wollen wir ein bisschen mit den Dingen rumexperimentieren. Zum Beispiel werden wir uns beschäftigen mit Filmen, mit Videospielen oder auch vor allem mit Büchern. Und dazu haben wir heute ein erstes Thema, das wir vorstellen wollen. Und dazu sitzt Lea Brinkmann im Studio und ich, David Klier. Und wir werden vor allem über Harry Potter und fantastische Tierwesen reden. Und unser Thema dazu ist das der Fabelwesen. Ja, und Fabelwesen gibt es ja nicht erst seit J.K. Rowling, und sie ist ja nicht die Erfinderin der Fabelwesen, sondern Fabelwesen, also kennt man ja eigentlich schon oder kannte man ja schon früher. Das ist eigentlich ein Gebiet, mit dem man sich bis zurück in die Antike beschäftigen kann. Ich allerdings bin auf einen ganz bestimmten Schriftsteller gestoßen, der im 20. Jahrhundert über zum Beispiel über Einhörner, über Sphinxen und Salamander geschrieben hat. Und da hat er genau dieses Buch hier, hat er dazu geschrieben, das hat auch genau den gleichen Namen, also Einhorn, Sphinx und Salamander, das Buch der imaginären Wesen. Und das hat auch so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Buch Fantastische Tierwesen, mit dem sich J.K. Rowling beschäftigt hat. Und dazu sitzt heute ja, Lea Brinkmann neben mir, und du hast auch das Buch direkt in der Hand. Und sag du mal, also es gibt ja jetzt auch die Filme, die gerade laufen. Was ist denn überhaupt der Unterschied oder was sind die Gemeinsamkeiten zwischen diesem Buch und den Filmen, die momentan laufen? Also dieses Buch hier, Fantastische Tierwesen, ist quasi das Buch, das Newt Scamander schreibt, während er im ersten Film eben in New York ist, in Amerika ist und eben die Tierwesen erforscht. Das sind quasi seine Forschungsergebnisse. Und dieses Buch ist so ähnlich wie das Buch, was David vorgestellt hat, eigentlich eine Klassifikation erstmal, dass man weiß, diese fantastischen Tierwesen gibt es und so sehen die aus und da leben die und so gefährlich sind die. Und es gibt am Anfang auch so eine kleine Geschichte, wie das eben das Buch entstanden ist und wie auch diese Klassifikation der Tierwesen in dem Buch entstanden ist. Das mit der Klassifikation scheint ja ein sehr wichtiges Thema dieses Buches zu sein. Und wir haben uns ja jetzt auch ein ganz bestimmtes Wesen jeweils ausgesucht, über das wir erzählen wollen. Und ich glaube, genau, du hattest über den Hippogreif näher informiert, und das wird ja auch eingeteilt so in eine bestimmte Klasse. Aber möchtest du gerne mal was ja, über den Hippogreif sagen, allgemein oder schon direkt über seinen Schnabel? Also natürlich ist der Hippogreif keine Erfindung von J.K. Rowling, sie hat ihn eben nur zu ihrem eigen gemacht. Aber so wie die meisten Fabelwesen gibt es ihn nicht unbedingt seit der Antike, aber auf jeden Fall seit dem Mittelalter. Und da war es eben so, dass es lange hieß, der Greif, der ja auch ein Fabelwesen ist, das aus Adler und Löwe besteht, der würde Pferde hassen und es wäre unmöglich, den Greifen und das Pferd miteinander zu verbinden. Und das galt als Ding der Unmöglichkeit sehr lange. Und daher kam dann auch damals das mittelalterliche Sprichwort Greifen mit Pferden kreuzen, was eben Unmöglichkeit einfach darstellen sollte. Und Anfang des 16. Jahrhunderts hat dann Ludovico Ariosto den Mythos aufgegriffen und hat eben gesagt, Adler und Löwe sind der Greif des Altertums. Und Greif und Pferd sind dann ein Fabelwesen zweiten Grades. Und das ist dann eben der Hippogreif, den er dann quasi als erster geprägt hat, nachdem es davor schon diese Darstellung und diese Spekulation zwar gab, aber eben nicht in dem Ausmaß. Es erinnert mich auch so ein bisschen, Ludovico Ariosto heißt er ja. Der ist jetzt, glaube ich, nicht so bekannt, aber der hat zumindest den rasenden Roland geschrieben. Und ich glaube, da auf dem Cover sieht man auch so ein fliegendes Tier. Ich glaube, das ist der Hippogreif, aber da bin ich mir nicht genau sicher. Aber naja. Ja, und der hat auch im Rasenden Roland selber nochmal über den Hippogreif gesprochen und darüber, woher der Hippogreif vielleicht kommt. Und hat eben geschrieben, sie kommen aus den Ripeischen Bergen jenseits des Eismeers. Und wenn man dem jetzt auf die Spur geht, dann sieht man schnell, dass das im heutigen Russland sein müsste, weil eben da der Fluss Don oder Don fließt. Ja, je nachdem, wie man das Je jetzt betonen nachdem, wie man möchte. es jetzt betonen möchte. Und der mündet ins Asowsche Meer vor dem Schwarzen Meer und dahinter sind die Berge, wo die Hippogreife leben sollen, sagt er zumindest. Mythos, ja. Ja, das ist eben ein Mythos. Und es gibt dann eben viele Darstellungen, viele Mythen und viele Oktaven, die dem Wunder und Erstaunen über den Hippogreif eben Ausdruck verleihen. Und ich würde jetzt gerne eine
vorlesen, die ich sehr passend fand, eben auch in diesem wunderschönen Buch hier. Ja, mach mal. Aber auf Deutsch, nicht auf Latein. Ja, natürlich. Und sie sahen den Wirt und die ganze Familie und andere in den Fenstern auf den Straßen, die zum Himmel die Augen und die Stirn erhoben, als gäbe es eine Sonnenfinsternis oder einen Kometen. Die Frau sah ein großes Wunder, das nicht leicht zu glauben ist. Sie sah ein großes geflügeltes Ross vorüberziehen, das einen bewaffneten Ritter durch die Luft trug. Und das zeigt eben diese Freiheit und diesen Flug des Hippogreifen. Aber es gibt ja auch noch andere Fabelwesen, die so eine Faszination auslösen. Was wäre das denn bei dir? Woran denkst du denn, wenn du an Fabelwesen und so eine große Faszination denkst? Ja, ich habe mich auch mit einem sehr interessanten Geschöpf beschäftigt. Nämlich mit dem Phönix. Und bei dem Phönix ist das ja so wie mit Seidenschnabel. Bei dem Phönix sogar vielleicht so ein bisschen mehr so, dass man denkt, den gab es ja schon vorher. Das war jetzt nicht die Erfindung von J.K. Rowling. Aber sie hat natürlich auch so ihre eigene Idee von dem Phönix im Kopf gehabt. Ich habe auch mal gehört, in dem Buch würde der Phönix zur zweitgefährlichsten Gefahrenklasse zugeteilt. Warum ist das denn so? Ach so, ja, das stimmt tatsächlich. Eigentlich kann man sich das beim Phönix gar nicht so vorstellen, weil es wird ja auch selber in dem Text gesagt, es ist ein sehr sanftes Geschöpf, das nie getötet hat. Der Phönix steht eigentlich nur in dieser zweitgefährlichsten Klasse, weil es noch nie jemandem gelungen ist, den abzurichten, also so als Haustier zu halten. Allerdings ist das ja anders bei Dumbledore. Bei ihm sieht man, dass der Phönix da in seinem Büro ist und da ganz sanft wo steht er nochmal drauf? Ich weiß, steht er auf so einer Stange? Ja, drauf? Auf so einer Vogelstange, ja. So wie das Papageien oder so auch haben. Ja, leider kann der Phönix noch nicht sprechen. Ja. Aber der Phönix kann andere Dinge ganz gut. Ne? Und was hat jetzt der Phönix bei J.K. Rowling mit dem Phönix aus der Mythologie, der davor schon da war, zu tun? Und inwieweit hat J.K. Rowling das dann quasi verändert? Also was war davor da? Wenn man mal näher in die Geschichte zurückblickt, dann ist das auch gar nicht so verwunderlich, warum der Phönix für Unsterblichkeit steht. Denn es ist nämlich so, dass der Phönix ursprünglich, man sagt laut der Mythologie, aus Ägypten kommt. Und da hieß der Phönix noch gar nicht Phönix, sondern Bennu. Und die Ägypter haben immer irgendetwas gesucht, worin sie die Ewigkeit sehen können. Zum Beispiel die Pyramiden. Also Pyramiden stehen ja heute immer noch und man sagt ja auch die ewige Stadt, also Rom, da steht immer noch das Kolosseum und so weiter. Ja, aus Ägypten kommt der Phönix. Und wie sieht dieser ägyptische Phönix dann aus? Also wie zeichnet er sich noch aus, außer durch die Ewigkeit? Also gerade dieser ägyptische Vogel, bei dem ist das so, dass der nur alle 500 Jahre auftaucht. Das ist übrigens auch ein Merkmal, das ihn auszeichnet, dass er selten zu sehen ist. Bei Harry Potter, da sieht man ihn halt immer in dem Büro von Dumbledore. Aber in Ägypten, da taucht er nur alle 500 Jahre auf, wenn er nämlich von Arabien nach Ägypten, nach Heliopolis fliegt und dort ein Ei ablegt, in diesem Tempel von Heliopolis, in diesem Sonnentempel. Aber das legt er nur deshalb ab, wenn sein Vater gestorben ist. Und dann bedeckt er seinen toten Vater mit der Möhre und erhöht das Ei aus und der Vater ist in diesem Ei und transportiert ihn dann dahin. Und dann entsteht immer wieder ein neuer Phönix. In dem Fantastische Tierwesen-Buch steht ja, dass der Phönix nicht nur aus Ägypten kommt, sondern da werden auch noch zwei andere Länder genannt. Was ist denn dann damit? Ja, richtig. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, so Indien und China. Und klar, es gibt auch den chinesischen Phönix. Aber der hat jetzt nicht ganz so viel mit dem ursprünglichen Phönix zu tun. Wenn man sich näher mit diesem Phönix, von dem wir jetzt reden, beschäftigen möchte, dann muss man einfach nur mal zum Beispiel auf Italien schauen und auf Griechenland, also auf die alten Römer und Griechen. Denn seinen ursprünglichen Namen, also Phönix, hatte er erst durch die Griechen und Römer bekommen. Und da ist es auch sehr interessant, dass in der Literatur immer wieder Schriftsteller auftauchen, die sich auch mit diesem Stoff beschäftigt haben. Zum Beispiel Ovid in seinen Metamorphosen, aber auch Shakespeare in seinem Heinrich oder Dante in seinem Inferno. Und es ist ja nicht nur so, dass er nur damals aufgetaucht ist, sondern auch heute. Also weißt du, was ich meine, wenn ich an bestimmte Phönixe denke aus der heutigen Kultur, nicht nur Harry Potter? So. Ich denke jetzt vor allem auch an Phönixe, die vielleicht gar nicht der Vogel Phönix an sich sind, sondern die eben auch in Menschen vielleicht mal dargestellt werden im Film, wo dann das Phönix-Motiv als Metapher quasi wieder aufgegriffen wird.
das ist mir zumindest auch öfter schon mal aufgefallen, da denke ich einmal, was auch relativ bekannt ist, an Katniss aus The Hunger Games, die ja als Mockingjay oder Spotttölpel dargestellt wird und wo man auch auf dem englischen Buchcover zum Beispiel sieht, erst ist der Vogel ganz eingesperrt in so einem Ring und dann breitet er seine Flügel aus und auf dem letzten Cover fliegt er eben. Und die hat ja zum Beispiel auch dieses Kleid, worunter sie dann so ein Gefieder hat, was verbrennt. Und das steht ja quasi für den Phönix dann, der aus der Asche wieder aufsteht. Genau, ich hatte ja schon erwähnt, dass der Phönix, der ist ja auch bei Harry Potter, da sitzt er immer, wenn er im Dunkeln sitzt, dann leuchtet er aber auch so ein bisschen. Und dieses Kleid dann von Katniss wäre in diesem Fall so diese, könnte man so die Parallele dazu. Ne? Also ich hätte auch noch ein Beispiel, wenn man mal früher Pokémon geschaut hat, da war doch dieses eine Pokémon, also Ho-Oh hieß das. Und das sieht eigentlich auch genauso aus wie ein Phönix, hat so diese orange-gelb-rötlichen Farben. Und das ist so dieses Pokémon, was keiner sieht, außer Ash, der Hauptcharakter. Und dann fliegt das über den Himmel und es ist sehr interessant. Aber zum Beispiel auch in Yu-Gi-Oh! Ist mir das auch mal aufgefallen. Der geflügelte Drache des Ra, der sich dann in den Phönix verwandelt. Und da ist es ja auch so, dass diese ganzen Monster, Yu-Gi-Oh!-Monster, aus Ägypten stammen. Und da kann man auch wieder erkennen, dass alles so ein bisschen miteinander verstrickt ist, vernetzt. Und das ist gar nicht mal so, also jetzt Harry Potter ist gar nicht mal so einfach. Also wenn man mal die ganzen Fabelwesen dort betrachtet, dann geht man ziemlich weit in die Geschichte zurück und stößt dann auf berühmte Schriftsteller und Philosophen und so weiter, ja. Und was auch interessant ist, ist, dass es eigentlich schon seit der Antike versucht wurde, Fabelwesen zu kategorisieren und in Kategorien einzuteilen, die sie irgendwie auszeichnen. Also im Allgemeinen wird das in der Literatur häufig so klassifiziert, dass es einmal diese tierischen Wesen gibt, wie eben den Phönix und den Hippogreif, die an Tiere aus unserer Welt angelehnt sind und die dann entweder magische Fähigkeiten haben oder zum Beispiel sowas wie ein Pegasus, der dann eben noch eine andere Eigenschaft hat, außer bloß ein Pferd zu sein. Und dann gibt es Mischwesen, die Halbwesen aus Mensch und Tier sind, die beispielsweise wie ein Werwolf in der Lage sind, sich in ein Tier zu verwandeln oder eben wie ein Vampir dann Blut trinken und nicht in die Sonne gehen können und all sowas. Oder eben auch so Mischwesen, die dann wie ein Zentaure zum Beispiel den Oberkörper eines Menschen und den Unterleib eines Pferdes haben, das sind eben diese Mischwesen dann. Und was ich mich jetzt gefragt habe, ist, diese ganzen Wesen, die es gibt, die sind ja nicht nur in der Antike aufgetaucht, sondern die tauchen ja auch heute noch in der Literatur und im Film und auch in der Musik und in Videospielen auf. Und warum ist das denn so? Woher kommt diese große Faszination heute noch? Also es gibt ja zum einen auch noch diese Fabeln, die man ja auch schon im Schulunterricht kennenlernt. Und das sind meistens immer nur ganz einfache Geschichten und da haben wir ja auch immer Tiere vorhanden. Und ich kann mir das einfach nur so erklären, dass man immer versucht, dass es so viele Geschichten gibt über Tiere, weil man versucht, so menschliche Eigenschaften auf Tiere zu übertragen. Und bei Fabeln passiert das so in einem ganz einfachen Sinn. Da ist der Fuchs zum Beispiel immer der Schlaue und Kluge, der alle austrickst. Oder es gibt auch diese allgemeine Trickster-Figur, wie zum Beispiel Till Eulenspiegel, der immer Streiche nur im Kopf hat und sowas. Und dann gibt es aber auch bei Harry Potter ja Wesen heutzutage, also in der Geschichte, wo man sieht, dass die nicht nur einfach strukturiert sind vom Wesen, sondern dass sie sich ja tatsächlich da entscheiden, also Entscheidungsmöglichkeiten haben. Zum Beispiel jetzt in der Schlacht von Hogwarts, wenn die Tiere sich entscheiden müssen, ob sie nun auf die gute oder böse Seite gehen. Und da denkt man zuerst mal bei Harry Potter, ja, es geht nur um das Motiv Gut und Böse und das ist so wie im Märchen, aber da steckt trotzdem noch viel mehr dahinter. Und glaubst du, dass sich da etwas weiterentwickelt im Gegensatz zu früher und ob das auch ja, gut ist? Also ich bin der Meinung, es ist auf jeden Fall gut, diese ganzen Tierwesen nicht schwarz oder weiß darzustellen, sondern hauptsächlich eben grau und auch zu zeigen, dass das ja Tierwesen mit Gefühlen sind und die sich dann bewusst für eine Seite entscheiden, weil zum Beispiel Seidenschnabel kämpft ja für Harry und die anderen in der Schlacht von Hogwarts, weil er weiß, Harry, der hat mich gut behandelt und demgegenüber bin ich jetzt loyal und auf diese Seite werde ich jetzt eben kämpfen. Wenn das nicht so gewesen wäre, wäre es vielleicht eine andere Seite gewesen. Also man merkt ja, dass die denken und
darüber reflektieren. Und ich bin auch schon gespannt, ob das in den Fantastische Tierwesen-Filmen, die noch kommen, genauso sein wird. Ob da noch mehr Tierwesen zu sehen sein werden, die sich vielleicht auch auf eine Seite stellen und sich entscheiden müssen. Ja, und gerade in diesen neuen Verfilmungen, da tauchen ja auch noch ganz viele neue Wesen auf. Und da hat man ja auch nochmal zum Beispiel den Niffler oder so. Und man muss sich auch dann, oder man hat zum Beispiel irgendwelche Lieblingswesen. Also bei mir war das früher immer der Phönix, den ich ja jetzt auch vorgestellt habe. Aber diese neuen Filme, da sieht man ja nochmal, dass da eben auch andere Tiere auftauchen, die vielleicht zu meinen zukünftigen Wesen werden. Aber was ist denn zum Beispiel dein Lieblingswesen? Ist das auch der Hippogreif? Also ich finde Pferdewesen allgemein sehr interessant, aber dann den Hippogreif oder auch Testrale finde ich prinzipiell interessanter als jetzt ein Pegasus oder ein Einhorn, weil da noch so viel mehr mit drin steckt. Und wo ich mich drüber freuen würde, in dem nächsten Fantastische Tierwesen-Film, wäre diesen Kelpie nochmal zu sehen, dieses Wasserpferd, was so ein bisschen den Körper hat wie Algen, weil ich das auch ein sehr interessantes Motiv finde und da gerne nochmal mehr von sehen würde auf jeden Fall. Ja, ich würde auch am liebsten so vielleicht ein paar Gestalten wieder aus Harry Potter wiedersehen. Man kennt sie ja schon so aus der Vergangenheit und es hängt ja auch alles irgendwie miteinander zusammen. Und man hat schon so seine Vorliebe dafür so entwickelt, für diese ganzen Wesen. Und da würde ich mich auch gerne mal fragen, was ihr denn davon haltet oder was euer Lieblingswesen ist. Und das könntet ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben und darüber würden wir uns gerne freuen.